Leute, unsere letzte Bitcoin-Analyse, die trifft mal wieder genau ins Schwarze. Wir sehen den Anlauf unseres bullischen Kaufwendebereiches. Hier gehen wir von der nächsten Trendwende in Bitcoin aus. Diese erfolgt direkt gen Norden. Wir erreichen ebenfalls das besprochene Ziellevel aus dem gestrigen Video. Jetzt natürlich die Frage, wie geht's weiter kurzfristig hier für den Bitcoin-Preis heute reine TA, reine technische Analyse. Wir schauen uns die nächsten wichtigen Preiskurslevel an. Wo kann die Reise für Bitcoin als nächstes hingehen? Beleuchten die Liquiditätslandschaft, die ebenfalls da hinweist Achtung, wir könnten tatsächlich weitere Anstiege hier in Bitcoin sehen, kurzfristig. Und zum Abschluss gibt es noch ein kurzes, knackiges Update hier zu Ethereum. All das in der heutigen Bitcoin- und Ethereum-Analyse. Von daher unbedingt bis zum Ende dranbleiben, dann hast du den klaren Fahrplan für diese beiden Kryptos parat. Falls es heute Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du neu hier bist auf der Crypto Wall Street, gerne rein abonnieren und tagtäglich von diesen Analysen und Informationen profitieren. Wir verschwenden keine Zeit. Legen direkt los, let's go. Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und Leute, mit der Erholungsbewegung in Bitcoin sehen wir auch weitere Kurssteigerungen in den Altcoins. Wir fokussieren uns aber weiterhin voll und ganz auf das Chartbild von Bitcoin, denn hier spielt aktuell die Musik. Zumindest haben wir erst einmal das erreicht, was das Minimummaß ist für eine potenzielle Trendwende hier im Chartbild, nämlich eine erfolgreiche Reaktion aus unserem bullischen Trendwendebereich Kaufbereich. Kurzer Recap zu unserer gestrigen und vorgestrigen Analyse: explizit davor gewarnt. Achtung, wir sehen wahrscheinlich noch einmal einen weiteren Rücksetzer in Bitcoin. Bis zu welchen Regionen? Naja, exakt bis zu unserem bullischen Trendwendebereich 61.000 US-Dollar startend. Denn hier in Konkurrenz und Harmonie lagen ebenfalls hochgehebelte Long-Positionen, die höchst attraktiv sind für die Market Maker herauszuliquidieren. Wir sehen das Anlaufen dieser Liquidation Level, wir sehen das Anlaufen dieses bullischen Trendwendebereiches und da würde mich natürlich brennend interessieren, konntest du etwas von den letzten Analysen mitnehmen, dann schreib es mir gerne einmal in die Kommentare. Ich selbst, offen und transparent, wie die Crypto Wall Street hier ist. Ich selbst habe nichts mitgenommen. Wieso? Weshalb warum, Leute? Lasst uns da einmal genauer reinschauen. Wir hatten darüber gestern gesprochen, ich bin getriggert worden, 61.000 US-Dollar. Wir hatten darüber gesprochen, dass nach dieser ersten Initialbewegung ein Retest durchaus möglich ist und wir natürlich auch weiter weitere hochgehebelte Longs hier in diesen Regionen zu finden haben. Es wurden noch weitere hochgehebelte Long-Positionen herausliquidiert, doch Leute, damit wurde tatsächlich auch mein SL John Wicked. Also, wir sind runtergegangen, klare Kommunikation, 60.600 US-Dollar. Wir sind wirklich auf den Dollar genau auf die 60.600 US-Dollar getoucht. Dementsprechend, ich wurde kurz vorher ausgestoppt. It is what it is, gehört dazu. Damit muss man leben können, wenn man Trader ist. Und danach ist der Markt erst einmal gen Norden geklettert. So wie erwartet, auch exakt bis in die Region unseres nächsten bärischen Trendwendebereiches, nämlich das BC-Korrekturlevel, welches aktuell noch hält. Aber Leute, hier könnte tatsächlich ein Bruch, dieses bärischen Levels kurz bevorstehen, liegt aktuell in der Range. 63.150 US-Dollar runter bis 62.526 US-Dollar. Ganz klar für mich war das ein TP-Szenario, gestern auch durchgegeben, hier würde ich meine Position erst einmal in Gänze schließen, denn wir müssen davon ausgehen, dass wir in diesen Kursregionen erst einmal immer wieder abprallen, ist hier eine Short-Position drin, ich selber würde hier nichts shorten Leute, definitiv nicht, wir sind zwar, sage ich mal, verlaufend in den übergeordnetsten Strukturen von Bitcoin, hier in bärischen Strukturen wir hatten aber ganz klar darüber gesprochen diese Struktur in weiß, die fängt an atypisch zu laufen das heißt, wir haben viel, viel, viel zu viel Stabilität in diesen Top-Regionen es spricht eher aus Price Action Sicht für Price Action der Bullen, dass wir hier versuchen neue Kraft aufzubauen und dann den nächsten Weg gen Norden anzugehen. Dementsprechend für den heutigen Tag immens wichtig, dass wir erstens natürlich dieses Level final brechen. Pendel Close oberhalb des letzten bei 63.400 US-Dollar ist für mich dieses Level gebrochen. Und dann müssen wir auch überlegen, wo geht die Reise für Bitcoin als nächstes hin. Und hier wird schnell aus der Liquiditätslandschaft von Bitcoin ersichtlich, Achtung, wir könnten tatsächlich weitere Kurssteigerungen sehen. Wieso? Wir sehen aktuell ein Cumulative Liquidation Levels Delta, eine Ratio Short Liquidation 230 zu 118 Longs. Das Cumulative Liquidation Levels Delta weist weiterhin darauf hin, die Shorts at Risk plus vor allem auch die größeren Volumina-Spikes aktuell gehen Norden zu finden. Dementsprechend, Leute, OB8, wir haben auch in der Heatmap, Liquidation Heatmap 7-Tageschart, ein Liquidation Cluster bei 64,6 und letzten Ende 66.000 US-Dollar und wir sprechen schon eine Weile darüber. In den übergeordnetsten Timeframes, hier beispielsweise in der 1-Monats-Chart auf Block Capital, haben wir die größte Liquidität gehen Norden zu finden, 68.500 US-Dollar hochreichend bis 70.000 US-Dollar. Das sollte soweit erst einmal für für jeden ein Hinweis sein. Achtung, wir können tatsächlich weiterhin steigen. Das war letzten Endes auch die Aussage, als wir in diesen Kursregionen noch standen. Idealerweise Laufen wir diesen bullischen Trendwendebereich an, drehen gehen Norden, um dann auch hier diese Imbalance, 50% des Wicks, das ist ein kurzfristiges nächstes Target hier für Bitcoin, die 65.000 US-Dollar-Marke und die 100% Wick-Marke bei knapp 65.500 US-Dollar. Dementsprechend, das hier sind soweit erst einmal meine nächsten Ziele, gehen Norden für Bitcoin. Wenn du aktuell noch in dieser Position bist, in der Long-Position, naja, dann würde ich diese erst einmal weiter laufen lassen. Du solltest zumindest, keine Anlageempfehlung, hier Major-Profite realisiert haben. Soweit erst einmal das nach SK-System, das Regelwerk und dann potenzielles Moonback, was ich 10, 20, 30 Prozent dieser Position weiter in diese Norden-Kursregion laufen lassen. Wann ist für mich hier offiziell die Trendwende eingeleitet? Sprechen wir auch schon eine Weile drüber. Wir verlaufen weiterhin in einer abwärtsgerichteten Marktstruktur. Aktuell haben wir Hochs, tiefere Hochs, tiefere Hochs, tiefere, Tiefs, tiefere Tiefs, tiefere Tiefs. Dementsprechend charakterisiert das ganz klar einen Abwärtstrend. und indem wir letzten Endes höhere Hochs reinmeißeln in den Markt, brechen wir einen Abwärtstrend. Dementsprechend müssen wir erstens das Hoch bei 65.500 US-Dollar rausnehmen und hier auch diesen bärischen Wendebereich, der hochreicht 67.300 US-Dollar, hier erst einmal brechen. Mit Blick auf den Liquidation Levels respektive dem Liquidation Cluster hier aus einem Monatschart sich durchaus möglich, dass wir in diese Kursregion hinklettern Leute dementsprechend das Chartbild baut sich weiter auf wir müssen weiterhin geduldig sein müssen weiterhin die untergeordneten Timeframes beobachten hier spielt aktuell die Musik wir werden darüber natürlich stets updaten da wir hier auf der Crypto Wall Street nicht nur die rosa-rote Bullenbrille aufhaben, sondern natürlich auch die bärischen Szenarien weiterhin beleuchten, aktuell dieses bärische Szenario hier in Orange noch aktiv ist, hatten wir auch darüber gesprochen, Leute, wenn wir dieses Level anlaufen und gehen Süden reagieren. Dann sage ich euch, diese Ziellevel hier unten, die werden höchstwahrscheinlich angelaufen. Dementsprechend, wenn es tatsächlich noch einmal zu diesem Rücksetzer kommen sollte, bitte nicht mehr diesen Trendwendebereich hier nutzen, Kaufbereich. Denn dafür spricht einiges, dass wir dann, sage ich mal, in die unteren Regionen dieser Ziellevel hier laufen und nicht nur oder erst an der 61,8er respektive 66,7er reagieren. Ich würde hier erst einmal von Abstand nehmen. Gut, bevor wir jetzt gleich noch eine kurze Analyse hier zu Ethereum durchführen, falls du Fragen zur heutigen Analyse hast, schreib sie mir gerne unterhalb dieses Videos in die Kommentarsection. Ich gehe da gerne drauf ein oder wie immer der Hinweis, join auch gerne unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Dort hast du die Möglichkeit, dich auszutauschen zwischen diesen Videos mit einer gigantischen Community von über 4.250 Mitgliedern. Kryptoanalysten, Trader, Investoren, alle da versammelt. Da kannst du sämtliche Fragen loswerden und vor allem auch zwischen diesen Videos mit mir in Interaktion treten. Beenden wir das heutige Video mit der Ethereum-Analyse. Worüber hatten wir hier zuletzt gesprochen, Leute? Wir sind in der Tageschart unterwegs und hier hatten wir zuletzt identifiziert, oh, sehr schön, wir haben soweit erst einmal eine bullische Divergenz hier. Im Tageschart reinbekommen, gekennzeichnet durch tiefere Tiefs im Preischart versus höhere Tiefs hier im RSI ist soweit erst einmal ein kurzfristiges Trendwendesignal und wenn das Ganze auch noch im Daily passiert, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so kurzfristig. Dementsprechend könnte hier auch die nächste Trendwende bevorstehen. Was passiert hier gerade aktuell in Ethereum? Macht so den Anschein, als ob wir hier gerade aktuell in einer Bodenbildung eintauchen und das, obwohl wir auch ähnlich wie in Bitcoin aktuell bärisch verlaufende Strukturen haben. Dennoch reagieren wir wir hier noch einmal aus dem bärischen Wendebereich schaffen, es aber nur noch ein knappes, tieferes Tief hier reinzumeißeln. Hier kommt direkt die Gegenbewegung, Erholungsbewegung. Und zuletzt sind wir abgeprallt, schon bereits vor dem bärischen Trendwendebereich. Wir sind noch einmal zur Wende angesetzt. Hier drüber hatten wir auch schon mal spekuliert. Selber gesagt, ist für mich kein Trading-Bereich. Hier müssen wir beobachten, was hier letzten Endes Ethereum macht. Aktuell auch hier soweit erst einmal eine lokale Bodenbildungsphase mit weiterem Kurssteigerungspotenzial. Schauen wir uns diese Strukturen noch einmal genauer an, dann sehen wir jetzt auch kurzfristig hier in der 1-Stunden-Chart in Ethereum eine bullische Struktur, die uns hinbringt zu den Regionen 3077 US-Dollar hoch bis 3107 US-Dollar. Also wirklich eine sehr, sehr kurzfristige Struktur, die man potenziell auch traden kann. Ja, ich selber sehe davon ab wieso weil wir letzten Endes aktuell noch nicht die Wahrscheinlichkeiten hier in Ethereum auf unserer Seite haben aber definitiv sollte jeder diesen Trendwendebereich hier auf dem Schirm haben denn der könnte eine weitere Kaskade entwickeln in Form von beispielsweise Erreichung, danach noch einmal eine Korrektur in diese Regionen hier die Bestätigung und dann den Movement gehen Norden denn wir müssen auch hier festhalten soweit erst einmal sind die Shorts in Ethereum maximal at Risk wir haben cumulative liquidation levels Delta was maximales Rot anzeigt die ratio shorts 291 zu longs 103 die größeren volumina spikes gehen norden zu finden wir stehen kurz vor einem niedrig gehebelten short bei 3068 haben in der 7 chart die größeren liquidation cluster erst einmal gehen norden hier zu finden und vor allem auch in den übergeordneten timeframes ein chart schaut euch einfach mal die juicy liquidity gehen norden an klar wir haben auch liquidität gehen süden dürfen wir nicht außer acht lassen doch aktuell arbeitet hier ähnlich wie bitcoin ethereum Aktuell an einem potenziellen Trend Reversal. Also dementsprechend Augen offen halten. Nächste interessante bärische Bereich liegt in diesen Regionen. Wie besprochen, das nächste BC-Korrekturlevel 3272 US-Dollar hoch bis 3427 US-Dollar. Brechen wir dieses Level analog wie in Bitcoin. Also sehen wir diese Price Action. Erstens haben wir dann eine nächstgrößere bullische Sequenz. Für mich eine weitere Bestätigung, wenn wir hier noch einmal abprallen könnten, weil das BC-Korrekturlevel dann traden. Das ist soweit erst einmal die Bestätigung, die ich suche. Idealerweise Brechen wir sogar diesen bärischen Trendwendebereich und dann sage ich, okay, auch hier Trend Reversal eingeleitet. Wir sehen neue Hochs in Ethereum und das wäre es soweit erst einmal zur heutigen Bitcoin- und Ethereum-Analyse. Noch einmal der Hinweis: In ein paar Tagen startet die größte Trading Competition jemals hier gemeinsam veranstaltet mit BingX, Ein Preispool von bis zu 500.000 US-Dollar alleine für den Teamwettbewerb. Wir haben 66 Mitglieder. Falls du daran teilnehmen möchtest, an diesem Trading-Wettbewerb, schau ebenfalls einmal nach dem Link in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn wir tatsächlich die 100 Mitgliederzahl hier im Team voll machen würden. Es gibt ebenfalls einen Solo-Wettbewerb, der jetzt in drei Tagen startet, nämlich am 13. Hier hast du die Möglichkeit, ebenfalls für dich alleine zu traden und über 150.000 respektive 20.000 USDT abzustauben. Ansonsten hoffe ich, ich konnte wieder ein wenig Klarheit mit der heutigen Analyse reinbringen. Falls dem so ist, gerne den Like-Button smashen. Falls du neu bist, gerne rein abonnieren, tagtäglich von diesen Analysen profitieren und. Falls du extra Arbeit machen möchtest, schreib mir gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus in die Kommentar-Section. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Freitag, Leute. Macht es mal gut. Bis dahin. Ciao, ciao.